langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Vielen Dank, dass ich euer Zauberbuch benutzen darf, Meister Homnibus. Wenn ich fleißig übe, werde ich bestimmt noch ein richtiger Zauberer, nicht wahr, Meister Homnibus? Daran habe ich keinen Zweifel, Piwi. Schach, du bist dran, Papa Schlumpf. Oh, ein Zauberspruch, mit dem man Vögel herbeizaubern kann. Mal sehen. Abracadabra, Hokus Pokus Philippus, Vogel, komm herbei. Ich hab's geschafft. Ich habe einen Specht herbeigezaubert. Hallo, Piwi. Oh, Johann, du bist es. Und ich dachte schon, ich hätte einen Vogel herbeigezaubert. Einen Vogel? Wir müssen sofort ins Schloss. Der König erwartet uns. Johann, ich bin ein echter Zauberer geworden. Komm mit, ich zeig's dir. Später, Piwi. Wir müssen jetzt losreiten. Später, immer nur später. Dann lese ich eben unterwegs in meinem Zauberbuch. Schneller, Piwi, beeil dich! Wozu denn diese Eile, Johann? König Tergon ist gerade im Schloss, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Und du sollst den König ein bisschen unterhalten. Ich? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ein König unterhalten! Schneller, Wicket, schneller! König Tergon, es ist mir eine große Ehre, euch und euren bezaubernden Sohn Dax hier auf meinem Schloss begrüßen zu dürfen. Ich bin hierher gekommen, um einen Vertrag zu unterzeichnen und auch um euch mitzuteilen, dass es ohne Vertrag Krieg geben wird. Also, kommen wir gleich zur Sache. Hey Papa, mir ist langweilig. Hörst du, Papa? Hast du gesagt langweilig? Dir kann geholfen werden. Also, komm mal mit. Konzentrier dich, sieh genau hin, aufgepasst. Also, unter welchem Becher liegt das Goldstück? Unter dem hier, du Trottel! Ja, witzig, du kleiner Teufel! Euer Narr gefällt meinem Sohn. Dann können wir ja ganz in Ruhe die Vertragsbedingungen aushandeln. Mein Vater hat gesagt, ihr müsst so lange mit mir spielen, bis der Vertrag unterschrieben ist. La 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 la. Das hier ist ja schlimmer als Krieg. Außerdem bin ich kein Babysitter. Und jetzt werde ich dir zeigen, wie man einen Fisch in eine Schildkröte verwandelt. So etwas hat dir bestimmt noch keiner vorgemacht. Also, pass gut auf. Abracadabra, Hokus Pokus, Philibus, Tisch. Ich befehle dir, du bist jetzt eine Schildkröte. Das ist doch langweilig. Lass uns weiterspielen. Nein, davon solltest du wegbleiben, du. Kleines Huhn. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Aber ich bin ja nicht nachtragend und deshalb werde ich dich sofort zurückverwandeln. Also, Prinz als Frosch, Prinz als Wolf, Prinz als Huhn. Hey, komm sofort wieder zurück! Ich will dir doch nur helfen, du dummes Huhn! Oh nein! Komm her zu mir, Dax, komm zu Piwi. Hierher, Dax, gutes Huhn. Ich meine, sei ein guter Junge. Komm zu Onkel Piwi. Put, 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 put. Put, put. Ja. Hey, du dachtest wohl, du könntest mich reinlegen. Kein Problem für einen Zauberer wie mich. Mit ein bisschen Pfefferminz wird aus dem Huhn ein Prinz. Was ist denn hier los, Piwi? Oh, Johann, du bist meine Rettung. Du musst mir helfen. Diesmal bist du aber wirklich zu weit gegangen. Wenn König Tergon erfährt, dass du seinen Sohn in einen Huhn verwandelt hast, platzen auch die Verträge. Irgendeins von diesen Hühnern muss aber Prinz Dax sein, Johann. Da bin ich ganz sicher. Glaub mir doch. Großmaul großen Hunger haben. Großmaul auf Hühnereintopf Hunger haben. Ja. Großmaul Hühnchen brauchen für Hühnereintopf. Großmaul Hühnchen suchen gehen. Hühnchen, Hühnereintopf.
Großmaul gerade Hühnchen gerochen haben. Oh, Großmaul gerade Hühnchen gesehen haben. Oh, Großmaul jetzt Hühnchen fangen werden. Meinst du, wir haben jetzt genug Baummoos gesammelt, Papa Schlumpf? Ich schätze, das wird eine Weile reichen, Schlumpfine. Ha! Schlümpfe, versteckt euch! Das hörte sich ja an wie ein Huhn in Not. Put, 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 put. Großmaul machen Hühnereintopf. Oh nein, Großmaul! Put, 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 put. Großmaul heute echt Glückstag haben. Großmaul jetzt feines Essen machen. Oh, das arme Hühnchen. Wie können wir denn nur dem armen Tier helfen? Mit ein bisschen Pfefferminz wird aus dem Huhn ein Prinz. Wird aus dem Huhn ein Prinz. Ein Prinz. Nein, es funktioniert nicht, Peewee. Natürlich funktioniert es. Wir haben nur die falschen Hühner erwischt, Johann. Ich hab dir alle Hühner gebracht, die weit und breit zu sehen waren. Und alle sehen gleich aus. Zu dumm, dass Dax nicht mal eine Brille trägt. Das ist es, Peewee. Dax hat doch blaue Augen. Diese Hühner haben alle braune. Genau. Jetzt müssen wir nur noch einen Huhn mit blauen Augen finden. Aber wie? Und wo? Wenn es sein muss, werden wir den ganzen Wald nach ihm absuchen. Aber zuerst informieren wir den König. Wie? Was? Dax ist ein Huhn? Das ist eine Katastrophe. Ihr müsst mir schnellstens den Jungen wiederbringen, sonst gibt es doch noch Krieg mit König Targon. Das wäre ja furchtbar. Wir brechen sofort auf, Majestät, aber ihr müsst so lange König Targon beschäftigen. Nun lasst uns endlich den Vertrag unterzeichnen. Ich habe es eilig. Wie wäre es, wenn wir vorher noch einen Imbiss zu uns nehmen? Zeig, was du kannst, Bayer! Lauf, Biket! Und entweder.